Du, ja, der Ladebalge. Ah, ich hasse dies. Wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Das ist da groß, oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immer spürt die Schmerzen. Oh, die armen Dinger. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie ist es real genug. Die Tür ist verschlossen. Mit Händen komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen zu... Nein, nein, wer weiß, was die Taste ist. Oh, die Tür ist auch gut gemacht. Alter, Taste, Alter, ey, ist so dumm. Labert was für ein Laser. Ich denke, ich muss den irgendwie ablenken und dann... Es ist allerdings passwortgeschützt. So ein Scheiß. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Nur Stahlarm. Okay. Hm. Legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön. Was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Oh, Alter, okay. Monitor. Ich, ich mach das selber, ich regel das. Was muss ich machen? Ich hab einen Stuhl, okay. Da ist noch was Flaches, keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches, Antwort ja. Laser? Die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Laser, Laser, Laser. Stifte. Brauche ich vielleicht. Laser? Dummerweise sehe ich keine. Wenn wir alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt. Stifte etwa. Laser. Besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um den anderen. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. So ein Dummschwätzer, ey. Für was der Impel 2 drin ist, verstehe ich nicht. Mich zu nerven und ärgern. Um meine Zeit zu verschwenden, ey. Der Druck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Das Tor ist kaputt! Wir können direkt zu ihr durch! Okay. Ich kann nicht mehr, komm schon! Los, wir müssen hier weg! Schnell! Ui! Ach ja, klar. Alle Ladebalken, hey jo. Es wird durchgehend Lava, nee, Ladebalken, Ladebalken, Ladebalken! Das ist spitze. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Tio, der besser, dass du weg bist. Naja, hau ab, Alter. Ey! Für so ein Scheiß kommt jetzt wieder ein Ladebalken. So ein Scheiß-Game. Gott! So ein Scheiß! Für was haben die mir das jetzt gezeigt? Das hätte doch eine Cutscene sein können. Idioten.
scheint grün, geht aber nicht auf. Hey, jo. Wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Hilfe? Das war wirklich reizend, aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Ah, die dumme Nödel! Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Ha. Aber im Ernst, mach's gut. Schon doof, ne? Du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Hey, Idiot. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Ja. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawohl. Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein. Pad entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Ausleihen-Pad-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pad-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Tu es nicht. Ja, los, mach es. Drück nicht den Knopf. Nicht zu schnell. Hey. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Du hast etwas viel Wichtigeres. In deinem Zimmer. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also, als erstes, deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst. Die beiden Sachen mag ich so an dir. Deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Darüber. Bei unserem ersten Treffen dachte ich, das ist doch meine Frau, die so richtig gut auf Knöpfe drücken kann, wenn es drauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Natur aus. Eine echte Problemlösungsexpertin, die einfach nur Knöpfe zum Draufdrücken braucht. Oh mein Gott. Hat gelöst. So dumm. So einfach auch noch. Zurück zur Kernstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das ja. Ist nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau so. Ah! Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm!
Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und Mann, ist das cool. Was denn ein verdammtes Genie? You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Das ist so ein Stück Scheiße. Weasley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mit mir. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Sag mal, ich geb dir gleich eine, wenn du so... Ey! Okay. Ab jetzt, Mann. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Gehirn festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Ja, klar, dass der ausrüstet. Der ist total idiotisch. Das Kind, ey. Toll, ich falle. Und siehe da, da kommt gleich wieder ein Ladebalken. Ja, aber was ist mit dem Ladebalken los? Das sieht jetzt anders aus. Anderer Ladebalken, die ist ja was Feines. Teil 6, der Sturz. Geht's jetzt bis Teil 7 so? Ich bin eine Kartoffel. Oh wow, auf, wir sind Teil 7, ja, Absturz, Teil 7 ist dann auferstanden oder so, oder Beinbruch. Vogel. Tschüss, Vogel. So, ich sehe mein Freie her. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Wo muss ich hin? Vielleicht da lang. Das wäre eine gute Idee.